Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 5 Royal. Beim letzten Mal haben wir ja noch die letzten Fragen geklärt dazu, wie genau jetzt Joker befreit wurde, wie genau er jetzt angeblich getötet wurde, aber eigentlich auch nicht wirklich und so weiter und so fort. Da war ziemlich viel Blödsinn dabei irgendwie, aber irgendwie passt es dann doch alles irgendwie. Genau, irgendwie halt jedenfalls. Ja, ist eigentlich ganz angenehm, ne? Don't worry about it. This will be a breeze compared to what we've had to face so far. And we'll have all the time to come up with the plans together. To be perfectly honest, I don't really care what happens to Shido, but when I consider the fact that he's your enemy, I naturally think he's my enemy as well. I'm going to stay with you until the very end. Tja, und mein Feind war er halt schon viel länger. Okay, nicht viel länger als der von Sojiro zum Beispiel, aber... Trotzdem, wir erinnern uns immer noch daran, dass er das war. Der einzige Grund, warum wir überhaupt hier sind. Was so ein riesiger Zufall aber auch, dass das alles so zusammenhängt. Mhm. Ja. Das war Kasumi, tatsächlich. Schön. Können wir bitte nicht mal darüber reden, was da passiert ist? Then we'd better let her know you're safe now. Ja, das sollten wir vielleicht wirklich. And I'll even lend you a hand with that. Wie? Ja, genau, Fragezeichen. Ich kann ihr einfach schreiben. Das ist okay. Ich lebe übrigens, lol. Damit du Bescheid weißt. Ich würde mich ja sehr freuen, wenn wir wieder eine Szene mit ihr bekommen. Ich hab's schon fast wieder vermisst. So lange ist es nicht her, aber trotzdem, irgendwie kommt es mir gerade so vor, als sollte es mal passieren. Jetzt gerade. Ja, das ist das Traurigste daran. Of course, he's the only reliable politician there is. Plus, the current government has been getting wrapped up in scandal after scandal. Even more importantly, there's just an aura about him. Like he can fix whatever problems we have. Honestly, it doesn't really matter to me who does it. I just want to see our society back on track. Especially after it turned out those phantom thieves were nothing more than scum in the end. I'll show you. Das werden wir wohl, das werden wir wohl. Wir sind kein Abschaum, verdammt nochmal. Oh, du. Ich habe gehört, dass du nach Hause gegangen bist. Also habe ich es in der Klassenlehrerstunde gesagt. Geht es dir gut? Du bist eine schlechte Lehrerin. Du lebst. Nachrichten heißt es, du hättest selbst noch begangen. Ruf mich an, wenn du kannst. Also ja, viele der Confidants wissen ja Bescheid darüber. Ich habe ihren Confidant zwar nicht gezeigt, aber den habe ich ja gemacht. Komplett schon fertig, deswegen weiß sie auch schon, dass wir der Anführer der Phantomdiebe sind und so weiter und so fort. Ja, ich bin so verwirrt. Aber Hauptsache, es geht dir gut. Mach dir wegen der Schule keinen Kopf. Pass doch bitte gut auf dich auf. Herzchen, hihihihi. Ja, meine kleine Mate, du. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, ist ein leerer Platz, tatsächlich. Tja, hat er wohl selbst begangen, ne? Ja, ja. Unterricht am Arsch, Unterricht. Ich darf nicht mal meine Frage beantworten. Was soll der Mist? Was soll der Mist? Ich wollte doch nur spannende Frage beantworten. Ein bisschen Trivia sammeln. Hey, das stimmt doch nicht, oder? Bitte sag mir, dass es dir gut geht. Ah, alles bestens. Ah, zum Glück geht es dir gut. Hier ist überall Selbstmord und Frau Kawakami hat gesagt, du bist zurück nach Hause gegangen. Ich hatte echt Angst, dich zu kontaktieren. Sogar Sakamoto ist der Frage ausgewichen, als ich versucht habe, ihn zu fragen. Ja, vielen Dank, dass du mich einfach verraten hast. Mishima gegenüber. Hey. Hier drin musst du dir keine Sorgen machen, aber versuch keine Aufmerksamkeit zu erregen. Heute haben wir aber sowieso einen freien Tag, also ist dein Curry und entspann dich. Ich weiß, wir erwarten keine Kunden, okay. Das tun wir nie eigentlich. Tank jetzt mal Energie mit dem Curry vom Boss. Dann können wir uns den Kopf über das Passwort zerbrechen. Machen wir das mal. Was könnte das Parlament wohl für ihn darstellen, ha? Das Parlamentsgebäude. Hab ich schon das Passwort für Shidos Palast herausgefunden? Nein, haben wir nicht. Tatsächlich. Heißt das nicht, dass die ganzen komischen Unfälle in den letzten Jahren seine Schuld waren? Ja, tatsächlich. In den letzten Jahren. Ich wusste auch gar nicht, dass es so lange schon passiert, die ganze Scheiße, aber offenbar schon. So, du sagst, nach dem Unfall hat der Verkehrsminister seinen Job verloren. Ha, das hat wohl er auch verursacht, tatsächlich. Wie viele Menschen hat er wohl auf dem Gewissen? Sollen wir da hinfahren und darüber nachdenken? Das sollen wir wohl tun. Ja, mich sieht schon niemand, alles gut.
Alright, let's head to the Diet Building. Make sure you aren't discovered, okay? Ich weiß wirklich nicht, warum wir da hingehen, um über das Passwort nachzudenken. Also wirklich nicht. Das ergibt gar keinen Sinn. Es würden uns dann plötzlich mehr Sachen darüber einfallen, was das Passwort sein könnte. Wir haben es uns auch immer geschafft, einfach ein bisschen darüber zu reden und dann ist uns irgendwann zufällig das Richtige eingefallen. Also wirklich jetzt. Ja, ist der Plan. You gotta be kidding me. You realize you're done for if you get caught, right? Ugh. The stunts you pull sometimes. Ich habe eine Kapuze, okay? Ich habe eine fucking Kapuze, versprochen. Just don't stay out too late. Oh, meine Brille absetzen, ich könnte meine Haare färben oder sonst was. Also, es gibt so viele Möglichkeiten, was ich machen könnte. Mich würde niemand mehr kennen. Niemand. Let's begin at once. Okay, die Gruppe ist jetzt auch eigentlich nicht so. Rounds, so we can't stay here too long. Mit der Gruppe hier ist es halt wirklich weniger auffällig, weil wissen die nicht auch, dass es die anderen Phantomdiebe sind? Also, we already have komm. Messiah Shishido and Diet Building. All we need is what he thinks of this place. Maybe Mount Fuji, since it's the highest place in the country. What about a mansion? Das ist doch, since wow. He's going to subjugate everyone as Prime Minister, perhaps a school? Das würde den Kreis immer entschließen, ne? Am Anfang waren wir in der Schule, die aber eigentlich ein Schloss war. Dann wären wir jetzt in einem Parlamentsgebäude, was eigentlich eine Schule für ihn ist. What about an arena, like the Colosseum? Imperial Palace? It's no good. Ich weiß es übrigens, aber gut, wir warten da mal noch, ne? I thought we would have gained entry by now. Maybe we shouldn't have called. Ich weiß, wie gesagt, auch wirklich nicht, warum wir hier sind. Also wir hätten wirklich zu diesem Gebäude gehen müssen, um darüber zu reden, was das wohl das Passwort sein könnte. Hey, you think he's guarding his whole palace with a barrier? Shido stole the cognitive science research, right? Maybe it had some special move written in it. So ein Bullshit. Is that even possible? Who knows? I've got no idea. Okay, klar, wir wissen nicht, ob es möglich ist, aber es ist Bullshit, natürlich, keine Sorge. There was nothing like that in the notes I saw. Anyways, what kind of person is Shido? I did some light research on him last night, but I couldn't get a grasp on the type of man he is. Ich meine, er gibt ja auch vieles Falsches vor, ne? Er tut ja so, als wäre er ja, ein netter Typ halt, ne? Netter Typ einfach, netter Politiker, der nur das Gute, Beste für das Land will. Over there is probably a legislator, right? I'll try asking him. Ja, klar, mach das an. Wir sind hier, versuchen hier so unauffällig wie möglich zu sein. Du fragst einfach irgendwelche Leute nach Shido. Excuse me? I'm a member of the newspaper club at my high school. May I speak with you for a moment? Sure. What kind of person is Representative Shido? What's he think about the national diet? His stance is dedication for country. It's how he's garnered everyone's trust. He's an admirable man of action, with a first-class determination. I'd say he's a model politician. I believe that he'll help create a wonderful future in which young adults like you can live in ease. Das fand ich sehr hilfreich. An exemplary answer. Ja, das sowieso. It makes sense he wouldn't tell teenagers anything unnecessary. Look over there. He's on a walkie-talkie. Das hast du auch gesagt, bevor er es getan hat, übrigens. Wait, is it about us? That doesn't look good. We should leave at once. Tomorrow's the day off. So let's have an early strategy meeting. Meet at LeBlanc, okay? Okay, okay. We should all think about this tonight. Wann sagen wir endlich Cassim, dass wir noch leben? Leute, also jetzt nicht ihr, sondern Morgana vor allem und Joker. Und so. The criminals calling themselves the Phantom Thieves are no more. However, I believe that this country's citizens are still living their days in anxiety. These scandals only increase our distrust of the current government. As a citizen myself, I am enraged. Look who's talking. What does it mean to be a politician with responsibility? Working toward personal gain without consideration of the country is outrageous. The election's public notification is tomorrow. No matter where I go, people are cheering for Shido. Everyone's being deceived so easily. Ich habe online nach Interviews mit Shido gesucht. Die haben sich alle so verdammt gestellt an. Ja, das ist offensichtlich oder nicht. Er ist 53 Jahre alt und zum städtischen Abgeordneten, zum Repräsentanten aufgestiegen. Aha, Shidos Kabinettsminister. Oh.
bildet die Vereinte Zukunftspartei. Die VZP. Wurde extra für den Posten ernannt. Ja, cool. Selbst die Nachrichten schreiben über ihn, als würde er sicher der nächste Premierminister. Wenn wir nur die Bedeutung hinter Shidos Worten herausfinden könnten. Ja, wenn wir das doch nur könnten. In order to save this country that has been tainted by villains, social reform is essential. Ugh. Ja, denke ich nämlich auch. Warum ist Shido so beliebt? Seit wann hängt da links eine Flagge rum? War der schon immer? Ist die neu? Ist mir die aufgefallen? Ich weiß es nicht. Gut, keiner kennt die Wahrheit, aber es macht mich fertig. Ja, wem sagst du das? Nun gut, gehen wir direkt schlafen, würde ich sagen. Wenn wir doch nur das Passwort kennen würden. Ja, das wäre wohl was. Ich kenne das Passwort, wie gesagt, deswegen kann ich leider nicht mitraten gerade. Aber, ich finde eigentlich, ist die Idee ist auch nicht so weit hergeholt, aber gut, wir werden es noch irgendwie erfahren, keine Ahnung genau wie. So, heute ist wieder frei. Meine Weissagung zufolge geht es dir gut, aber ich mache mir trotzdem Sorgen um dich, also bitte melde dich. Oh, so alles bestens. Es freut mich sehr, das zu hören. Du hast dein tödliches Schicksal wohl vermieden, das habe ich wohl. Das hat sie ja auch vorhergesagt direkt. Von daher. Aber darüber hinaus sehe ich nichts. Bitte sei besonders vorsichtig. Wenn du deswegen irgendwas unsicher bist, ich warte am üblichen Ort. Ja, die ganzen Konfidenzen, die ich auf 10 habe, sagen jetzt, glaube ich, einfach Bescheid einmal kurz und melden sich. Was es endlich schon ziemlich viele sind. Zum Glück. Aber wann melden wir uns bei Krasimir endlich? Ich bin so angepisst. Ich würde seine Ärztin gerne etwas bestätigen. Hast du noch Herzschlag? Ich melde dich, sobald du das siehst. Ich lebe noch. Hör auf, mir Sorgen zu machen. Es freut mich, dass es dir gut geht. Die Nachrichten haben mich nur richtig erschreckt. Ich bin jedenfalls in der Klinik, weil du Medikamente brauchst. Nicht, dass du doch noch stirbst, irgendwie. Im Fernsehen wird rund um die Uhr über die Phantom, die wird berichtet. Ach ja, wollt ihr euch nicht heute hier treffen? Ist zu Ende, bevor die anderen auftauchen. Ihr hättet ja auch noch was wollen, ne? Gleich beginnt unser Treffen. Ich frage mich, ob irgendjemand das Passwort knacken konnte. Wahrscheinlich noch nicht. Wäre jetzt nur so meine persönliche Idee, so diesbezüglich. Last one. Diamond Mine. No good. Warum ist sogar Sai jetzt hier? How many do we miss? Perhaps he truly does have a barrier up. Right? Nein, das ist Bullshit, Ryuji. That's not something to be excited about. We know all the way up to Diet Building too. So you enter keywords into the Metaverse Navigator. Boss, can you turn the TV on? Shido might be on it. Sure thing. Oh, das ist Akechi, noch viel besser. Goro Akechi. Him and his stupid composed face. Ach, was hast du jetzt in seinem Gesicht? Sein Gesicht ist nicht das Problem. So, Akechi-san. Is it true you withdrew yourself from the media as part of your plan to capture the Phantom Thieves? I truly apologize for causing such a stir. Honestly, it required a lot of courage to openly oppose them when their popularity was at its peak. I mean, people often lashed out at me online and whatnot. Then was it also your plan when you said they weren't at fault after their popularity declined? That was to catch them off guard. I could say I applied my profiling knowledge. Once they lost public support, someone they thought was their greatest enemy lent a hand. That's the same strategy used in romance. Und dann hat mich komplett durchschaut. Und dann hat mich komplett durchschaut. Why is he being treated as an ace detective of justice? It's not just on TV or online. Newspapers, magazines. I see his face everywhere. On the other hand, no one's hoping for our comeback on the fan site. The Phantom Thieves are evil. Shido and Akechi are just. It should be the other way around. They're manipulating information using the media. Leaving Akechi aside, we'll get back at him later. Were there any instances before when you didn't know the palace keywords? Well, there was the time with Futaba. We didn't know anything about her, so all we could do was make conjecture. Then why don't we just go directly and see Shido? That's impossible. He's surrounded by bodyguards and followers all the time. There's no way high school students can get an appointment with him either. Well, we do have an adult with us. No, that's still impossible.
Besides, that's too dangerous a method. Ja, wäre es wohl wirklich. Well, this is a problem. What's with the ruckus outside? Tja, da spricht wohl jemand. Da spricht jemand mit einer Rede. Oh, right. The candidates are currently campaigning. Diese Stimme. Damn, Brad, ich höre schon wieder nicht. Schon wieder auf meinem rechten Ohr wahrscheinlich. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Wait, did he just say Shido? Yeah, he did. Wer kann das denn bloß sein, Tor? Ach komm schon, ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Es hört sich an wie die Stimme, die ich damals vernommen habe. Man, talk about being lucky. We can go check him out without an appointment now. Sollte ich vielleicht hier bleiben? Diesmal zumindest? Vielleicht wirklich? Nein? Die beiden rennen schon mal vor. Hey, Ryuji ran off toward ich the weiß, station. Ich hab gesehen, die rennen immer noch weg. Hurry. By the way, did something happen? You didn't seem well a moment ago. Ja, ich habe mich an Sachen erinnert. An Stimmen. Vielleicht sagt er ja noch, damn Brett, I'll sue. Vielleicht ein Wahlspruch oder so, keine Ahnung. Mhm. So our children who carry the burden of the next generation can be proud of their country. So our nation can once again become a powerful one with abundant wealth and luxury. So our beautiful home will be acknowledged as the best country in the world. Habt schon eine Idee, was es sein könnte, der Palast? Mal an nicht herauskommen, das ist halt, glaube ich, schon stets. Ich glaube, das wird doch als einziges, als, ja, Beweis in Anführungszeichen verwendet, als Hinweis, keine Ahnung. Wow, du bist so gut. So toll, dass du das gesagt. Is that the guy? You guys wait here. I'll go get intel for us. Wait! Hey! Yo, Shido-san! Stand back. I just want to talk to him for a sec. He's a busy man. The hell? Ain't he supposed to hear a citizen's comments? That's enough, Brad. You're that asshole we met at the hotel before, at the elevators. Yeah. Oh, I'm sorry. So you can butt in front of other people if you're in a hurry? What are you talking about? That moron. Come on, stop. But these guys... Hey, kid. You don't want to know what happens when you cross me. Diese Stimme. It seems the customer base has changed since I was here last. Have they started a daycare? They've made a show. Get lost, kid. Leute, ich hab's wirklich verstanden, Spiel, ich hab's wirklich verstanden, wer das ist. Also, damn, Brat! Die Zeile habe ich gewartet. Dieser Mann... Kein Zweifel, das ist derselbe Mann wie zuvor. What are you looking at? This country is filled with clueless children. I worry for Japan's future. Let them go. My next appointment is coming up. What a piece of shit. So what do you think after seeing him in person? Ja, seinetwegen wurde ich verhaftet. Wait. Plot twist. He's the jerk you told us about before? The same guy? For real? Seriously? You're sure, aren't you? Shido's the one who ruined your life. Holy shit. I don't believe it. Das war ein wirklich, wirklich unrealistischer Zufall, dass das alles so zusammenpasst irgendwie. Let's get going, okay? Aber gut, ich beschwere mich ja gar nicht. Ich beschwere mich ja gar nicht. The guy who set you up? What kind of fate brought you two back together? Gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Ja, ist das nur ein Zufall? Talk about a destined connection. Shido was involved in the cognitive research too, right? This can't be dismissed as just a coincidence. God, what the hell's going on here? Shido was already a politician then. Yet he sued a student and ruined his future? He must have pulled some strings so that his name wouldn't be mentioned.
Furthermore, he also would have had to force that woman into making a false statement. Ja, das sowieso, das sowieso. He would do anything. We're talking about a man who ordered a hit inside the police station. He can't sit still until he crushes whoever opposes him, no matter how trivial. He's always been that way. What a piece of shit. Children are the future, my ass! What he's saying and doing are completely different! But now that we've found out who did it, can't something be done about his record? Once the courts have made a judgment, overturning that decision will be difficult. It'd barely be possible even if proof of innocence is presented and Shido admits to his crimes. At any rate, we need to trigger a change of heart in him. Be that as it may, Shido's outer appearance and his true face are wholly different. It's beyond hypocritical. It's as if he's an entirely different person. He speaks about the good of the country. It makes me wonder what really is on his mind. That man's full of ambition to rise in the world. He only thinks of the weak as stepping stools for his success. He treats himself as an elite man while looking down on others. That's the worst. I assume the keyword for what he believes the Diet Building is will be despicable too. It must be something self-centered and completely different from politics. Someone like him needs to be punished as soon as possible. Let's head to the Diet Building again right after school tomorrow. I feel we'll get it this time. Stewing over it won't get anywhere. We have to do this. Wir können auch vorher noch hier nach Passwörtern raten, bevor wir dann dahin gehen und es einfach machen. Und wir sollten es wirklich nicht vor dem Gebäude machen, weil ihr wisst, dass wir in der Öffentlichkeit stehen und einfach verschwinden und dass es Leute sehen könnten. Das haben wir mittlerweile mehrfach bewiesen bekommen und ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Ja, derjenige, der hinter allem steckt, ist also der Erzfeind. Was für eine seltsam poetische Wendung tatsächlich. Das ist wirklich absurd. Ach ja, die Kleider, da würde es auffallen, wenn alle anderen ihre Schuluniform tragen. Und dann ziehe ich wohl auch meine Uniform an morgen. Klar, mit Kapuze, I guess, I don't know. Sollte ich jedenfalls am besten... Ja, ich muss nichts mehr machen, ganz ehrlich. Ich habe nichts mehr, was ich tun will eigentlich. Ich muss noch Mut steigern und das kann ich sowieso nicht hier machen. Also ja, können wir auch direkt schlafen gehen eigentlich. Wirklich jetzt. Ja, sehen wir nochmal das schöne Gebäude im Hintergrund ein bisschen und ein paar Leute da entlanglaufen. Schön, schön, schön. Nochmal neuer Hintergrund kurz vor Ende. Ja. Ich habe mich letzte Zeit... in den Nachrichten informiert. Stolz auf mich, ja, ich bin unfassbar stolz auf dich. Merken dir nicht, dass sie belogen werden? Wir müssen ja was tun, ja, wir tun noch etwas. Tun noch etwas. Wie der eine Typ da auch stand und PSP gespielt hat. Oder PS Vita, keine Ahnung, sieht beide gleich aus. Und, oh, mich schreiben anscheinend auch Leute an. Achso, du schreibst mich aber auch gar nicht an, weil du denkst, dass ich der Anführer der Phantomliebe bin. Sondern weil du weißt, dass ich Kontakte mit ihm habe. Oh, alles gut. Gott sei Dank. Die Phantomliebe können unmöglich besiegt werden. Und ich bin ja so froh, dass alles in Ordnung ist. Naja, wenn du was brauchst, ich bin der Arcade. Weiß ich doch. Müssen wir auch noch mal weitermachen, demnächst. Kriegen wir aber alle noch fertig, die wir machen wollen, glaube ich. Es sind ja gar nicht mehr so viele übrig eigentlich, also so viele Confidants. Die Phantomliebe waren letzte Zeit in den Nachrichten. Ich frage mich, ob es dir gut geht. Willst du aufgeben, ohne dein Ziel zu erreichen? Oh, ne, mir geht's gut. Mir geht es also gut. Das freut mich wirklich sehr. Ich erwarte Großes von den Phantomlieben. Wenn du es brauchst, helfe ich immer gerne, mein Kamerad. Ja. Irgendwie seltsam, dich an einem Wochentag hier zu sehen. Heute Abend geht ihr raus, oder? Junge, du bist wirklich risikofreudig. Bitte pass auf, dass sich niemand bemerkt, hörst du? Mach ich. Deshalb müssen wir wirklich mit dem Passwort weiterkommen. Ja, ich weiß das Passwort schon. Mir ist das Passwort auch schon, ist mittlerweile wirklich offensichtlich, finde ich. Also ich finde, es ist mittlerweile wirklich offensichtlich genug gemacht worden. Security guards became suspicious of us last time. So we can't stay here for long. But we still have no hit. Think it's a barrier after all? Nein, Ryuji, nein, wirklich. Ja, mein Gott. Na, shut up. The real game starts at 2 outs. Enough chatting. You should only be thinking about the keyword. The citizens are secondary. He only cares about his own well-being and that of his lackeys. He wants to become prime minister, even if it means trampling on others. Fortune, rich people.
Hey, can you think of anything based on what you heard from him? Ich weiß es. Just try saying anything. Los, Leute. Tusti, entscheid dich. Incompetent fools like you just need to shut your mouths and follow where I steer this country. Da haben wir's. Steer? Steuern. Ist es ein Schiff etwa? Weil er hat doch gesagt, set sails. Mehrfach. What? The Diet Building's a ship? What kind of scenery will that be? The actual building's on land. I can't even begin to imagine what it will be like. Well, whatever it is, looks like there are no barriers. Oh, shut up! Let's hurry up and go in. Are we clear of the guard's sight? Get closer to the wall, just in case. All right, do it. Ja, und damit treten wir auf seinem Palast. Ja, ist doch alles aus dem Feuer. Change? We went in, right? Security guards seem to be gone, but it's difficult to tell for certain. This seems to be similar to what happened with Sis's palace. But this time, the Diet Building remains unchanged. The gate wasn't open earlier, though. Wait, look! Mona's appearance is different. That means we're definitely in a palace. Come on, let's go take a look. How's it look over there? See anything? Nah, it's totally normal. I'll check it out. Huh? What the heck? What's up, Futaba? Futaba? Hmm? What is it? Ja, das hätte man auch nicht früher bemerken können oder so, also, nee. Mal im Ernst. Wie konnte man das nicht sehen? Ich habe mich damals schon gefragt, das ist immer noch so absurd, aber hey. Hey. Eigentlich eine ziemlich coole Idee, finde ich. Even though this country may sink, he alone will survive. That's what this cognition is about, huh? Ja. Hast du gut verstanden, hast du sehr, sehr gut verstanden direkt. Danke für deine kleine Traumdeutung, Harulein. This is bullshit! A country that children can be proud of my ass is completely sunken in his head. If a guy like this stands above everyone, we're seriously done for. This is beyond ridiculous. The same goes for Akechi. He should have seen this scenery as well. Yet he still aided Shido. What in the world is he thinking? Whether it be for glory or for simply a reward, my father died because of someone like this. We gotta sink Shido instead of this country. A palace with not just the center of the distortion, but the entire country sunken. I can't believe there's someone with this tremendous of a desire. Be careful. This will be completely different from past palaces. We're definitely gonna take his treasure. Na dann, das übliche eben. Also ich finde auch nicht, dass es so anders wird, wie Morgana gerade behauptet hat. Das ist eigentlich ein ganz normaler Palast. What a lame way to start this off. Hallo, die Fresse, Ryuji. No? I think that's how it should be. We haven't failed yet. So if we calmly give this our all, the results will surely follow. Genau so. We must put an end to this by December 17th, the day before the elections. Let the infiltration begin. Time to pay him back for setting us up into a trap. Das ist auf jeden Fall noch mehr als genug Zeit. Wie immer werden wir nur einen Tag dafür brauchen, also zwei Tage, drei Tage meinetwegen. Okay, aber einen Tag für den eigentlichen Dungeon halt. Ja, noch werden wir noch nicht als Gefahr betrachtet. Wollen wir gerade davon reden? Hätte sich Toasty nicht besser verkleiden sollen? Eine verkleidete Person mit Kindern in Schuluniform ist ja wohl super merkwürdig. Wenn wir den Schatz stehlen, müssen wir uns darüber keine Sorgen mehr machen. Los geht's! Also, wir haben uns halt wieder in der Öffentlichkeit hier rein teleportiert. Da möchte ich nochmal anmerken, jetzt, wir haben es wieder einfach so gemacht. Warum sind wir nur zu dritt? Ach ja, weil Akechi nicht mehr hier ist. Haha! Haha, dann nehme ich halt noch... Ja, use game mit, ist mir egal eigentlich. Übrigens ist es okay, nehmen wir lieber Morgana. Ich meine, jetzt gerade ist es eh noch egal, aber ich nehme ihn mal mit. So, und dann rein hier. Indeed.
Was wird uns da wohl erwarten? Wie ist heraus? Wird Zeit, dass wir mit der Infiltration beginnen. Ja, sieht doch schick aus hier. Sieht doch wirklich, wirklich schick aus hier. Und jetzt sind wir in Gefahr offensichtlich. Ich verstehe, warum er uns jetzt schon als Bedrohung sieht. Aber warum tragen sogar die Passagiere Masken? Tja, auch du sind eine Gefahr. Oh, das ist halt ein Maskenball. Das ist halt ein Maskenball hier. Meinst du, die wollen uns nachmachen, so wie Noah damals mit ihrem Auftritt? Schluss damit! Was auch immer der Grund dafür ist, spiegelt Shidos Welt sich wieder. Andere Menschen sieht er verzerrt. Ja, er sieht, denkt also, dass alle Menschen eine Maske tragen, dass alle Menschen nur vorgeben, etwas anderes zu sein. Aber das ist ja auch wahr. Also, er sieht es halt sehr, sehr deutlich. Ist ein großer Teil seiner Identität, seines Menschenbildes halt. I guess. So wahr nach wie diese Verzerrung ist, wundert es mich, dass sie überhaupt wie Menschen aussehen. Wie sollen sie sonst aussehen, ha? Es ist ein Schiff, ein Luxusschiff. Also passt das doch schon noch irgendwie. Joker, ein Gegner. Er greift uns trotzdem, trotz all dieser Leute um uns herum an. Ja, war das beim letzten Mal anders? Ich weiß nicht, war der Gegner um uns, Leute um uns herum? Ist doch immer auf der gelaufen, wo Gegner waren, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht waren da keine Gegner, während da Leute waren. Ich weiß es nicht. So. Du bist schon gegen Feuer anfällig, war es das? Das ist ein bisschen weit hergeholt, ne? Aber siehst so aus, als wärst du gegen Feuer anfällig irgendwie. Oh, das halte ich. Okay, never mind. I'm sorry. Aber war ein Versuch wert. Oder so. Ich wär's mit. Drei. Nö, resistent. Bin wahrscheinlich auch nicht. Ist er dann gegen Eisern, finde ich? Wenn er Feuer. Ich dachte, der sieht so eisig aus. Und so. Aber wahrscheinlich war es andersrum. Wahrscheinlich wurden wir von Anfang an veräppelt. Wow, wirklich, das ist absurd. Gut, nehme ich so an. Ja, ja, doch, ich glaube, wurde da wahrscheinlich beim letzten Mal auch ja, reingelegt mit. Gehe ich ganz, ganz fest von aus. Oh, is this a show of sorts? Mr. Shido never fails to keep his guests entertained. Indeed. Those privileged enough to be on this ship are all on the winning team. Tja, wir haben wohl auch schon gewonnen. What's with these people? Why do they not feel any danger after what they just witnessed? It seems they think no harm will come to them because they're here on Shido's ship. They're not even sensing the danger. Come on, let's make him see what this ship really is. Versuchen wir das zumindest mal, aber ich glaube nicht, dass das bringen wird. Ich meine, das ist halt seine Wahrnehmung. Warum sollten die Angst haben? Es sind keine echten Menschen oder so. Wirklich nicht. Also, ich verstehe nicht, was ihr euch jetzt gerade darunter vorstellt, was wir hier machen sollten, um ihnen Angst zu machen. Oh, das sind Hunde. Mensch, das sind einfach schon Gegner rumlaufen. Dabei hat der Dungeon noch gar nicht richtig angefangen. So, da haben wir einen krassen Gitarristen. Eine krasse Gitarristin, meinetwegen auch. Keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher. Säuselnder Vena-Spieler. Ist eine Frau, ja. Eiswand und Psy-Wand. Bist du etwa gegen Eis oder gegen Psy anfällig? Ist es das? Ich weiß es doch nicht. Oder gegen Ei? Tatsächlich, okay. Okay, klar. Nehme ich auch an. Dann fährt mal da drauf. Das reicht, genau. Und Explosion. Bam. Mal gut Schaden gemacht, auf jeden Fall. Ja, das hat auch gut Schaden gemacht, tatsächlich. Tja, und was haben wir mit dem Schaden hier? Bam. 50 war der auch. Ich bin ja schon Level 58. Keine Ahnung, welcher Level ich bin, verdammt. Jedenfalls höher als 50. Ich hab den gar nicht mehr nötig, ey. Ich nehme trotzdem noch mit demnächst, aber. Naja. Und wenn es halt nur zum Fusen ist, ne? Wenn es halt nur zum Fusen ist, dann ist es halt nur zum Fusen. Ist ja auch akzeptabel eigentlich. Hier ist noch ein Hündchen. Da ist noch ein Hündchen. Ja, habe ich gesehen. Okay, Positionshack. Danke, Futaba. Danke, dass mir das als Spaß den Scheiß hier. Position zu meinen Gunsten verändert. Wie man doch so schön sagt, nicht wahr? Er hält aber echt einiges aus. Er hält doch echt einiges aus. Ich muss wirklich nicht sparsam mit SP gerade umgehen, aber weil. Ja. Wir sowieso nicht lange hier bleiben gerade. Also, würde mich jedenfalls wundern, wenn ich sagen, hier bleiben ist ja sonst nie so. Ja, willst du mitkommen? Okay, nehme ich dich mit. Oh, zeig mir das Geld. Ist schon rot markiert. Ja, 22.000, doch, das geht doch, ne?
Ach so, was? Nein, das wollte ich nicht anklicken. Ach man, ich wollte mehr haben. Na gut. 20.000 ist halt nicht mehr so viel, weil ich bin reich. Aber ich brauche eigentlich kein Geld mehr. Ich weiß nicht, warum ich das Geld einfach mitnehme. Ich hätte ihn auch selbst mitnehmen können. Aber es war rummarkiert. Ich dachte, das wäre voll klug dann. Nein, okay. Ich brauche kein Geld mehr. Ich weiß nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Wirklich nicht. Ich bin viel zu reich. Ja, das Problem ist, was wir haben. Ne? Ich weiß. Ich spüre das Signal des Schatzes. Er ist da drüben. Da lang, Leute. Ja, hier schon. Okay, das sind wir gleich für den Dungeon, würde ich sagen. Ne? Extra mal fertig. Wenn die Tür dann einfach so aufgeht, ja? These huge doors are obviously suspicious. I wonder what's through here. There are slots to stick in something like a key card. Whoa, there's five of them. 475 people in favor, zero against. I hear something. Since there is no one against the plan, this bill will be unanimously passed as drafted. Passed? What's going on? Was that Shiro's voice? If this truly is the representative's chamber as written, beyond here must be the main assembly hall. The what now? It's that large conference room that's usually seen on the news. Oh, that thing! Gotcha! So, what are they doing inside? Most likely a meaningless vote. One in which whatever Shido proposes will always go unopposed. So he's doing whatever he wants by keeping only his supporters in there. What do we do to get in, though? Should we find these key cards? Maybe we need some kind of qualification. One that vows to be his follower or swear loyalty. So basically, we need to prove that we're on his side. Tja, dann müssen wir eben so tun. Ist ja nicht so schlimm. You sure move on quick. But what's this qualification thing about? Why don't we ask the guests on this ship? That thought never crossed my mind. Asking around doesn't sound like a bad idea. The guests here are the cognitive versions of them in Shido's mind. They'll know any secrets he shared. True. You have a point. That said, the ruler here is that evil Shido. It wouldn't surprise me if they did turn hostile. Right. Yeah, wouldn't they attack us? We should prepare for the worst, of course. But this ship is most likely an ark loaded with those that Shido believes are worth keeping alive. It'd explain the luxury cruise ship. I doubt idiots who can't even hold a conversation would be here. We can at least gather information. It helps that everyone's wearing masks. We'll blend in even with our attire. He must believe that no one shows their true face to anyone else. Just like him. Well then, let's split up and ask around. Jetzt noch? Wirklich? Jetzt sofort? Well then. Jeder scheint versucht nach Informationen zu sein. Kein Zweifel, der Schatz ist hinter dieser Tür. Da haben wir einen Volltreffer gelandet. Geben wir den anderen Bescheid. Ja, noch nicht, ne? Erstmal will ich ja nach den Karten suchen. Ha? Einer der VIPs hat früher einmal den Adlern gehört? Ja, deswegen darf er wohl das Heiligtum betreten. Er hält sich wohl auch sehr bedeckt. Warum sollte jemand von seinem Stand sich immer am Pool aufhalten? Na, irgendwas scheint ihm dort zu gefallen, aber wohl nicht das Schwimmen. Ja, das war's. Deswegen müssen wir uns so umgucken, überall in diesen ganzen Orten. Weil wir jeweils diese fünf Leute finden müssen, die jeweils eine Karte haben und dann diese Karten sammeln müssen. Das passt jetzt beim nächsten Mal, ja. Wir sammeln jetzt erstmal nur die Information darüber, wer diese fünf Leute sind, die jeweils die Karten haben. Und ich kann euch jetzt schon sagen, der Dungeon hat ein Element, was ziemlich erfüllend ist. Ich hoffe, dass da was dran geändert wurde. Ich hoffe, dass das bearbeitet wurde. Das muss eigentlich bearbeitet worden sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht geändert worden ist, weil jeder Spieler diesen Abschnitt gehasst hat. Und das war nicht nur ein Abschnitt, das waren mehrere Abschnitte, die alle halt dasselbe Feature quasi hatten. Das war absolut grauenhaft. Das war viel zu lang und, oh mein Gott. Bitte wurde das angepasst, ich hoffe. Oh, du besitzt die Eleganz und die Kultiviertheit, die dem einfachen Volk fehlen. Ach du Schmeichler, du hast auch eine sehr kultivierte Aura. Ist dir also aufgefallen? Aber natürlich. Ey, die ignorieren mich total, wenn ich mit ihnen quatschen will. Sehe ich wirklich so sehr wie jemand aus, der keine Kohle hat, weil ich seine Maske. Oder an beidem. Das ist die Frage, ne? Kann ich jetzt auch noch runterstimmen? Da muss ich auch noch gleich noch hin. Ich bin mir nicht sicher, wie ich mit den Leuten hier reden soll. Während der Geschäftstermine meines Vaters war ich entweder still oder sehr kurz angebunden.
Mann, du schaffst das schon. Du hast doch mehr Erfahrung als alle anderen von uns. Ach, sogar Oi ist ein VIP. Ich habe ihn gerade im Restaurant gesehen, dass ein so wichtiger Politiker eingeladen wurde. Auf Unterstützung aus der Politik heißt wohl, dass mentale Infarkte weiterhin durchführbar sind. Richtig neidisch. Vielleicht kann ich ihn ja irgendwie besser kennenlernen. Ha, wenn du willst. Es macht mich verrückt, wenn Leute so beiläufig über Metallinfarkte reden. Aber wie es aussieht, müssen wir von 5 VIPs zertifiziert werden, um besondere Kunden zu werden. Genau. Und das, dauert eine Weile. Das dauert wohl eine Weile. Auch da ist auch noch jemand. Da ist ein Schatten. Wenn wir für einen Aufruhr sorgen, können wir keine Infos mehr sammeln. Lassen wir ihn erstmal. Okay, dann lassen wir ihn erstmal. Da sollen wir heute wohl noch nicht weiter gucken, hä? Ach, hier ist noch Fox. Ah, das ist also der Boss eines TV-Senders. Ja, Shido hat wirklich einen sehr großen Bekanntenkreis. Anscheinend muss man zumindest so wichtig sein, um als VIP zu gelten. Ich bin richtig neidisch. Spielen wir doch... spiel doch mit ihm an den Automaten. Das zeigt vielleicht seine Aufmerksamkeit. Und als würden alle hier als einer von Shidos speziellen Kunden anerkannt werden wollen. Übrigens habe ich Informationen über die VIPs. Wir sollten später darüber reden. Das sollten wir wohl... Ist noch jemand übrig jetzt? Oder kann ich hier noch runter? Da hinten kann ich noch runter irgendwo, oder... Ah, das ist ein Safe Room, okay. Ja, okay, da will ich anscheinend noch nicht hin. Aber hier unten ist noch ein Flur. Die nehme ich gerne mit. Leider keine Informationen über, Shido. Ah, hier ist der Futaba. Wow. Du musst ein Sadist sein, wenn du mich dazu bringst, Fremde auszufragen, Joker. Ach, jetzt könntest du es mittlerweile nicht. Aber ich mach's. Ich werde meine Mutter rächen. Los, geh. Doch, ich habe da auch etwas bemerkt. Wir sind an etwas vorbeigekommen, das wie ein Plan aussah. Sehen wir uns das mal genauer an. Wovon redest du? In der Mitte des Raumes? Was? Achso, da. Wow, ja klar. Eine Karte. Ich wusste es. Aha, eine Schiffkarte. Besprechen wir mal alles. Wie lief's bei euch? Nicht super, aber nicht total schlecht. Ich habe auch recht viel in Erfahrung gebracht. Wir sollten jetzt alle gemeinsam sortieren. Genau, gehen wir mal zu dem Safe Room. Da können wir uns am besten austauschen. Hätte ich auch jetzt von selbst machen können, verdammt nochmal. Aber gut, wollte mir noch eine Chance geben, zumindest dass ich mir noch die Truhe hole, falls ich es übersehen hätte. All the cognitive guests in this palace seem like real humans. The casino earlier looked pretty real too. But talking with these guests was a whole nother story. You have that right. This ruler's observational skills and insight are off the charts. Shido's a formidable foe. Come on, no need to freak out. I'm not freaking out. I was just thinking it'll be easier to make a plan since they can talk normally. All right. Let's put together the information we gathered. Jetzt brauchen wir Empfehlungsschreiben von den 5 IPs. Und diese Briefe werden dann zu den Schlüsselkarten. You're right. Genau, gehen wir doch einmal durch, was wir zusammen in Erfahrung gebracht haben. Ich fange an, meine Informationen sagen... Ja, ist ein einflussreicher Politiker namens Oe. Trifft man nachts im Restaurant an. Von einem VIP gehört, der zum Adel gehörte. Genau, der ist beim Pool für gewöhnlich. Dann irgendjemand vom TV-Sender. Der mag Automaten, genau. So. Echt jetzt? Sogar du bist an Infos gekommen? Natürlich, ich habe gelauscht. Angeblich ist einer der VIPs Präsident einer IT-Firma, okay? Er hält sich immer in seinem Zimmer auf und kommt durch einen speziellen Gang rein. Okay, gut. Ein weiterer VIP ist jemand, den man offenbar den Säuberer nennt. Er soll sehr vorsichtig sein, also schauen wir besser zuerst bei den anderen VIPs vorbei. Okay, machen wir das. An sich ist er dann natürlich trotzdem eh wieder komplett in Jahr und wir klappern einfach nach und nach den VIPs ab, wie man den Dungeon durchläuft. Aber hey, könnt ruhig so tun, als hätten wir irgendwas geplant oder so. Ja, ihr beiden konntet nichts herausfinden, das ist okay. Ich habe noch ein viel größeres Problem. Mein Gedächtnis ist nicht so toll. Also, wer war nochmal wer? Okay, besprecht das ruhig nochmal. Ich habe einfach nicht die Infos aller... Okay. Ja, ich kann es verstehen, Ryuji, ich kann es auch nicht merken. Ist auch egal, es ist wirklich irrelevant, ob wir das, uns das merken oder nicht. Ich kann nur über zwei von ihnen erinnern. Was über dich, Joker? Klar, mein Gedächtnis ist unfehlbar. Really? Wow! In anderen Spielen würde ich mir einfach Notizen dazu machen, aber hier ist es halt wirklich irrelevant. We're up against 5 people. The politician Oe. We get certification from them and obtain letters of introduction that'll serve as key cards, but only go for the cleaner after the other 4 have been dealt with, right?
Whoa, now that's impressive! You go, genius! If we can't remember the details on the VIPs, let's reconvene inside a safe room. Alright, let's get this done quickly. Hey! Rinder wirkt ziemlich intensiv drüber, als wäre das wirklich relevant, aber es ist halt nicht relevant. Also, jetzt wissen wir, wie wir in den Versammlungssaal kommen. Gehen wir nach Hause? Ja, wir gehen jetzt aber nach Hause, machen jetzt eine Pause. Nichts überstürzen, wie immer. Ich will noch Kasmi Bescheid sagen, gerne. Was ist das, was ich lebe? Immer noch. Ich habe ein Versprechen gemacht und so. Das würde ich eigentlich gerne noch heute machen, wenn es geht. Mal sehen, ob es heute noch geht. Oder was jetzt als nächstes ansteht. Das ist alles. Das ist offen für Taba, versprochen. Danke. Du wirst mich lassen kannst. Ich helfe dir so gut ich kann. Sei noch nicht waghalsig, okay? Ich bin nie waghalsig. Aber das spiegelt Shidos Wesen ziemlich gut wider, ja? Stimmt wohl. Er reist sicher sehr viel. Vor allem auf extravaganten Schiffen, vor allem das, bestimmt. Ja, nur dafür Steuergelder. Uncool, Shido, voll uncool. Er ist auch wirklich uncool allgemein. Einfach so als Mensch. Sorgen für einen Sinneswandel, alle gemeinsam. Da muss man dafür bezahlen, was der Tusti angetan hat. Das auch, natürlich das auch wenn mir das persönlich gar nicht so wichtig ist wie euch wahrscheinlich. Mittlerweile. Also, ja, gehen wir direkt schlafen. An sich, wie gesagt, ich habe echt nichts mehr zu tun. Ich habe auch schon ganz viele Sachen an der Werkbank wieder gemacht. Mittlerweile, ich habe mittlerweile einen Dietrich, der nicht kaputt geht. Also ich kann jetzt alle Truhen öffnen, so viel ich will. Ich habe nichts mehr, was ich brauche oder was ich machen will oder sonst was. Ich habe nichts zu tun. Also, nee, echt nicht. So, wer meldet sich noch bei mir? Oh, du, warum du? It'll be a sec, just hear me out. I've decided what I want to do with Shido after going into his palace. We can't let him run free. If there's a heart we gotta steal, it's definitely gotta be his. Was ist mit dir los? I really get it now. I want to avenge you, that's a no-brainer. But that's not it. If we let him run the country, the weak will be totally effed. Isn't it our duty to protect them? Ja, ja, schon irgendwie. Wir beschützen sie schon. I told you that heroes who lurk in the shadows are boring. Well, forget what I said. Those heroes are way cooler. Schön, dass es eins für Yuji. Dass es dir nicht mehr nur um deine eigenen Vorteile geht, hä? Huh? Dass du besser Frauen ins Bett bekommst, was ja eigentlich dein eigentlicher ursprünglicher Plan war, ne? Genau. Hey, once we change Shido's heart. No, never mind. Let's do it. Let's steal that bastard Shido's heart. I'll do everything I can to make it happen. Thanks for listening to me. See ya. Schön. Schön. Nee, bin wirklich froh über dieses kleine Character Development, was das dann geht. Dass er dann langsam immer weiter davon wegkam. Ja, also an sich sollte jetzt ja die Zeit losgehen, der wäre frei den Dungeon betreten können, nicht wahr? Hey. Es war soweit. Konntest du gestern gut schlafen? Ja, schon, klar. Ich schlafe immer gut. Ha, beeindruckend. Was immer auch passiert, es prallt einfach an dir ab. Du stehst endlich deinem Erzfeind gegenüber. Du solltest nicht ungeduldig werden, hörst du? In letzter Zeit ist es ganz schön kalt. Wir frieren noch, bevor er seinen Sinneswandel hat. Versuchen wir doch etwas zu finden, das uns warm hält. Ja, ich habe eine Decke. Oh, oh, das geht auch. Ein Heizgerät, ha? Oh, das ist gut. So schön warm. Sobald wir uns um Shido gekümmert haben. Was ist los? Ach, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Na dann. Ich dachte nur, das könnte der letzte Auftrag für die Phantomliebe sein. Das haben wir letztes Mal auch schon besprochen, also von daher, wer weiß das schon. Die Ziele und Wünsche von uns allen führen dazu, Shido zu besiegen. So sehe ich das. Wir alle hatten unsere Gründe, den Phantomlieben beizutreten. Das war kein Spiel. Außerhalb der Phantomliebe hast du auch Freunde gefunden, die dir helfen und an dich glauben. Wir haben einen wichtigen Kampf vor uns und nur dank ihnen haben wir es soweit gebracht. Wir wissen nicht, ob wir das überleben. Verbring genug Zeit mit ihnen, damit du nichts bereust. Ich weiß, dass ihr dann noch einen Monat Zeit haben werdet, denn ich habe immerhin Persona 5 Royal. Da gibt es einen extra Monat. Spoiler, Spoiler in Anführungszeichen. Das weiß ich tatsächlich bereits, aber ja, eigentlich wäre das jetzt natürlich der letzte Monat, in dem man noch Zeit mit Leuten verbringen kann. Aber jetzt halt nicht mehr. Also würde mich in Version wundern, wenn es jetzt doch so wäre, das würde mich dann ein bisschen schockieren, muss ich zugeben. Aber ich hoffe jetzt einfach mal darauf, dass ich dann auch noch Sachen machen kann. Ja, Ra hat schon ziemlich viele Fehltage. Das sind meine Privatangelegenheiten, lasst mich in Ruhe. Doofköpfe. Verdammten Doofköpfe.
Hey, are you sure it's okay for him to be down here working right now? I mean, wouldn't it be bad if a Shujin student walked in and saw him? Wie oft kommen Shujin-Schüler rein, um zu essen oder zu trinken oder sonst was? Don't worry about it. Welcome. Oh, okay. Ich nehme das alles zurück. Da haben wir ja schon einen Shujin-Schüler. What did I just say? Nah, still fine. Senpai? You're not like a stunt double or something, right? Doch, bin ich tatsächlich. Ich bin's wirklich. I don't know what's happening, but I really hope this isn't a dream. Well, are you pleased? I'm the one who set this up. A little surprise from me. I asked Futaba to do me a favor. Ah, wie nett von euch, wie nett von euch. And I asked Ryuji to pass the message along to Kasumi. I knew you'd be wiped out for a while, so I made sure to give you time to recover first. Oh, thank goodness. I'm just so happy. No one cares about my scheme. Nein, niemand interessiert sich für deinen Plan, tut mir leid. Well, it looks like you know what's been going on with him. Take a seat, why don't you? I'm going out for a bit to grab some groceries. I'll let you all get caught up with each other. So you're Yoshizawa-san, right? Well, what's up? It's a pleasure meeting you. What's up? Yes, nice to meet you as well, Sakura-san. You tried, Futaba. Could you at least figure out whether to be polite or casual? Förmlich, ja. Förmlich, genau so heißt das. Shut up! Don't you underestimate my people anxiety. Mona tells me that you helped him out in that palace a while back. Ich liebe sie. We are awfully grateful for that. Oh no, it was my pleasure. He's usually the one who helps me out. Not only that, I'd promised to repay his kindness to me. No. What a refined response. Are we really around the same age? You know, there's something I've wanted to ask you, Yoshizawa. Why were you in that palace in the first place? That's... I was wondering that too. Ich habe mich das übrigens auch gefragt, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. I'm just saying, bitte erklär das endlich mal. I'm extra grateful that you saved our leader. But if our plan had somehow leaked, then we need to change our tactics from here on out. It all started about a week ago, when we had lunch together on the roof of the school. Mm-hmm. But that day's when... Ah, I got ja, the klar, feeling okay, that something yeah. big was going to take place das, that day. Gibt's Sinn. So... I'm so sorry. I was actually following you the entire time. Das hat sich als Entschuldigung gelten. We were tailed there? Tja, und das ist euch nicht aufgefallen? Wirklich nicht? Me das ist traurig. Had no idea about that. It's like night and day compared to when Makoto was following us. Das ist leider sehr wahr. I've been considering for a while now. Perhaps I should be fighting alongside you if I have special powers like yours, Senpai. I wondered if an outsider like myself should even get involved. But I couldn't just stand back and do nothing. Du hast mich gerettet, immerhin. It was nothing compared to how much you've done for me in the past. Correct me if I'm wrong, but you're not done here yet, are you? Then perhaps I ought to lend you a hand. Well, we could definitely use the additional firepower, but... Komm schon, ich bin ja dankbar für Ihr Angebot, aber Shido ist gefällig als... Halt die Fresse! Komm, bring sie da rein! Zieh sie in unser ganzes Ding rein, also... Danke für das Angebot, aber sag doch nicht nein! Well, you say that, but... Honestly, we have no idea what risks you would face. Our enemy this time is more dangerous than anyone else so far. Also, we pretty much brought this entire mess down upon ourselves, so... We're delighted by the offer, but... We really can't drag you into this any further. Bullshit. Das ist die Begründung dafür, warum sie wirklich erst für den letzten Palast dazu bekommen oder so. Ich hätte jetzt echt eher langsam mal dabei als Partymitglied. Moreover, you have something to do yourself, right? I believe I'd be acting selfishly if I were to press any further. Very well. I understand your reasoning. If that's the situation, then I'll wait for you to return. But you have to promise me this. You'll come back safe, no matter what. Ja, werde ich. I don't ever want to feel as horrible as I did when I thought you... Das wird schon. I really do believe you. It's time I get going. I've got practice today, as usual. Ja, wie immer, tatsächlich. Viel Erfolg, du. Well, Erfolg, du. Be seeing you. Stress dich nicht so sehr.
Trotzdem finde ich das blöd. Ich hätte sie trotzdem sehr gerne dabei. Na gut, ja, das muss ja echt so sein, nicht zur Schule zu müssen. Komm schon. Ich kann nichts dafür, ich bin tot. Wirklich. Das ist immer am schwierigsten. Gib dein Bestes, aber treib nicht. Ja, ich übertreib's nicht mit mein Bestes geben. Tagsüber fällt es zu sehr auf, deswegen müssen wir nachts gehen. Das ist bis jetzt unser härtestes Ziel. Also bereitet euch ja gut vor. Wie soll ein Sinneswandel verpasst werden? Schild das Herz deiner Ziels bis zum Fußabdruck. Das ist das Übliche. Also kann ich jetzt nicht nach der Schule mich mit den anderen treffen? Soll ich das jetzt immer abends machen? Habe ich das gerade richtig verstanden? Was? Entschuldige, dass ich davon anfange. Achso, ja, willst du mir irgendwas erzählen? Ja, okay, dachte ich mir. Alte Leute zu betrügen ist wirklich mies. Da stimme ich aber zu, das ist wirklich, wirklich mies. So, wir können jetzt aber nachmittags Confidence machen und so, ne? Zum Beispiel Haru können wir machen. Okay, gut. Dann mal sehen, was wir beim nächsten Mal machen. Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt im Palast gehe oder ob ich Confidence mache beim nächsten Mal. Wir haben ja noch eine ganze Menge Zeit, so oder so. 23 Tage wieder. Hu boy. Aber das war doch ein schönes Sinn im Kasten. Ich bin ein bisschen traurig darüber, dass wir sie nicht mitnehmen können jetzt. Wäre langsam wirklich an der Zeit, meiner Meinung nach. Aber hey. Wird dann wohl wirklich echt nur für den neuen Arc aufgehoben als Charakter, so richtig. Ich meine, da gibt es Sinn, wenn man sonst natürlich alle Dialoge, also ja, alle Dialoge, in denen sie vorkommt, hätte ändern müssen extra im Palast und so weiter und so fort, aber schade ist es trotzdem. Na gut, ich hoffe, euch hat der Beitrag gefallen, lasst mir gerne einen Kommentar da und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.